Der Berliner Dom ist heute wieder eingeweiht worden. Die Renovierung des im Krieg zerstörten Gebäudes war bereits zu DDR-Zeiten begonnen worden. Der Dom war die zentrale Kirche der preußischen Protestanten und der deutschen Kaiser. Der Kanzler auf dem Weg zum Berliner Dom, der einstigen Hof- und Hauskirche der Hohenzollern. Nach 18-jähriger Rekonstruktion erlebte das monumentale Bauwerk heute seine Wiedergeburt mit 1500 geladenen Gästen. Doch zum sonntäglichen Festakt kamen auch mehrere hundert Demonstranten. Es sei ein Skandal, so riefen sie, dass der Kanzler nach seiner Absage für die Trauerfeier in Solingen nun zur Wiedereinweihung eines pompösen Gründerzeitbaus schreite. Domprediger Martin Beer sprach dann auch von einem Festgottesdienst in schwieriger Zeit, zumal auch der Berliner Dom stets umstritten war. Eine Kathedrale für die Protestanten der Welt wollte Kaiser Wilhelm II. Einst erbauen lassen. Was dann aber 1905 eingeweiht wurde, ähnelte wohl mehr einem Prunk- und Protzbau. Kritiker sprachen von einer Reichsrenommierkirche, die Protestanten zuwider sein müsse. Die Nationalsozialisten nutzten den Dom als zentrale Kultstätte. Die von den Nazis gesteuerten deutschen Christen führten hier ihren Reichsbischof ein. 1944 die Zerstörung, der Streit um Wiederaufbau oder Abriss folgt. Letzteres wäre aber keine Lösung gewesen, so pries es Peter Bayer. Und er mahnte, die Gesellschaft brauche auch die Demonstranten vor dem Gotteshaus. Wir traditionell auf dem rechten Auge blind verniedlichten doch die Nazi-Schweinereien. Wir hatten 3 Jahrzehnte anderes zu tun, als unserer Jugend Rede und Antwort zu stehen. Und was sagte der Kanzler heute? Das Geschenk der deutschen Einheit dürfe nicht verspielt werden.